Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lufia für den Super Nintendo. Im letzten Part sind wir hier im, wie heißt der Turm, Südostturm von Tanbell. Ja, haben wir uns weiter durchgearbeitet und sind in einem Raum angekommen, in dem wir uns voll heilen können. Das heißt, ich vermute, hier wird jetzt gleich ein Bus auf uns warten. Wie ich drauf komme, keine Ahnung. Aber ja, normalerweise schmeißen sie einem so eine Heilmöglichkeit nicht einfach so hin. Das hat normalerweise einen Grund. Und dieser Grund ist meistens ein Bosskampf. Sehr schön. Dann werde ich hier alle erstmal um. Bevor die uns zu viel Schaden machen können. So, sehr gut. Rauf da, rauf da. Nice. Und oh, Guy hat ein Level-Up. Sehr schön. Gut. Na denn, ah ja, genau. Jetzt komme ich hier rüber. Den Weg hatte ich ja mir freigearbeitet, sage ich mal. In der letzten Folge müsste das gewesen sein. Oh. Krabben. Kampfkrabben. Hauen wir sie weg. Wenn die natürlich einiges aushalten. Mistviecher. Aber das soll uns vollkommen egal sein. Denn egal wie viel wir aushalten, wir teilen mehr aus. Und deswegen gehen sie jetzt down. Ich habe gehofft, dass das passt von der Zeit her. Sehr schön. Hier, jetzt haben wir doch mal einen Schock drauf. Ich glaube, das dürfte auch ganz gut Schaden machen. Ach, brauchen wir gar nicht mehr. Okay, ich habe nichts gesagt. Ein Schriftstück an der Wand. Na Mensch. So, an sich sind die Imps ungefährlich. Also, so ziemlich. Deswegen haben wir lieber auf das Viech erstmal. Ja. 13 Schaden, wenn sie denn mal, angreifen. Aber meistens machen sie ja Bestienwut oder Eiseszorn heißt es, glaube ich. Und da konnte ich bisher noch nie feststellen, dass das irgendeinen wirklichen Sinn hat. Außerdem sind sie schnell weg. Oh, ein Kurzschwert. Können wir doch mal schauen. Wenn wir das anlegen. Nee, das ist schlechter. Ah, er hat ein Kurzschwert bereits. Okay, verstehe. Okay. So, soll ich immer noch einen Leinenhelm kriegen? Weil, warum nicht? Rest bleibt erstmal bei den beiden. Schlimmer wird's immer drum, laufe schnell ins Hinterzimmer. Na Mensch, wenn das mal keine Andeutung auf einen Bossfight ist. Okay. Erstmal das Skelett. Hallo? Gut. Die wollten scheinbar nichts von mir. Aber ich will was von denen. Nämlich sie umkloppen. Also machen wir das jetzt mal. Oh, sehr schön. Immer feste Drufter. Nice. Du einmal zu, machst du gar nicht mal wenig Schaden. Naja, egal. Weg ist er. So. Schönes Level-Up für Tier. Das gefällt mir. So, wobei. Ah, gut. Was haben wir denn hier? 6.15 Uhr ist es jetzt. Die Tür öffnet sich, wenn die Zeit auf 9 Uhr hetzt. Okay. 6.15 Uhr und wir wollen 9 Uhr glatt. Sprich, Stundenzeiger dorthin. Stundenzeiger dorthin. Vielen Dank. Ah, Quatsch. Das wollte ich nicht. Nee, da ist nichts. Okay. Wenn ich hier die Bombe auswähle. Klingt doch nicht einfach nur so da, oder? Doch, links.
Okay. Gut. Für. Die ersten Treppen wurde ausgefahren. Oh, eingefahren? Nein, ausfahren. So. Okay. Ich dachte, ich muss den Text noch wegdrücken. Musste ich aber nicht. Hm. Naja. So, die Skelette hier. Lass ich jetzt erstmal. Scheiß was drauf. So. Machen wir das? Ja, komm, machen wir direkt. Schlüssel benutzt. Ah ja. Nur gut, dass ich den auch schon eingesammelt habe. Hm. So, hier wollen wir uns jetzt erst aber mal um die Skeletore kümmern. Skeletore. Hm. Naja. Dann stehe ich hier, ich armer Skeletor und bin so arm als wie zuvor. So. Ein Holzschild, na, bitte. Der vielleicht. Ne, den hat er schon. Okay. Maxim auch. Gut. Dann habe ich nichts gesagt. So. Wow, ich greife wieder zuerst an. Gut. Hallo Goblins. Goblin, nicht Dienst. Nur einer. So, tschüss Goblin. So, na komm. Komm her. Nice. So, wunderbar. Sehr, sehr schön. Na, hallo du da oben. Kikai! Neana! Ihr seid sehr weit vorgedrungen. Keine Ahnung, wie ich den gesprochen habe. Du, warum hast du Leana mitgenommen? Sie hat dir doch nichts getan. Ich sollte die Fähigkeiten der Menschen auf die Probe stellen. Und hatte die tolle Idee, deine Schwester zu entführen und dich aus der Reserve zu locken. Woher weiß er, dass sie seine Schwester ist? Egal. Das wird dich teuer zu stehen kommen. Dann wollen wir mal sehen, was ihr Menschlein so drauf habt. Die. Also irgendwie gefällt mir das gerade nicht so ganz. Naja. So, was haben wir hier? Schutz. Ja. Ja. Okay. Jetzt halt die Frage, ne? Hm. Machen wir einfach die Raserei. Und, hau du mal den Eisbruch raus. 111, das ist natürlich ganz geil. Ui. Böse Verstärkung. Hm. Schauen, ob der Sklave Angst vor Donner hat. Könnte ja sein, ne? Du hast mal einen Schock auf das Viech und du hast eine Eisbombe auf den Sklaven. So, mal schauen. Der Schock zieht gut ab. Das ist gut. Bumi-Schlag. Nein. Warum? Warum heilst du Mistviech? Schöner Schaden. Okay. Sehr gut. Wir wissen ja schon mal, mit Schack machen wir dem auf jeden Fall ordentlich was an Schaden. Dadurch geht der gut kaputt. Autsch. Mistkerl. Nee, wobei. So. Hier und du hast ihn auch mal stark auf alle. Und da du keinen Zauber wirken kannst, machst du mal gar nichts. Ich glaube, jetzt bin ich ziemlich sicher, ja gut, Max ist nicht ganz voll geheilt, aber so fast.
wenigstens den Schaden gegengeheilt, den wir gerade eben bekommen haben. Fumi macht das auch nicht mehr lange mit, leider. Da müssen wir dann leider ohne unseren treuen Helfer auskommen gleich. Schade eigentlich, aber naja. Ist halt so. Kann man nichts machen. So, wieder Verstärkung, okay. Die ist mir egal. Die kannst du ruhig rufen. So. Dann hier den Schock. Und du haust die Eisbombe nochmal auf den Sklaven. Weil dadurch sollte der ja dann auch wieder erledigt sein. Hoffe ich. Berserker, okay, damit war zu rechnen. Dass das passieren würde. Ja, und damit ist Fumi erledigt. Schade. Aber naja, der Sklave ist auch weg. Und das ist das Wichtige. So. Ihr haut beide rauf. Und hier heilt. Heilt zwar nicht ganz das weg, was der Berserker verursacht hat an Schaden. Aber das passt schon. So, ich habe nicht genug Zornpunkte. Das ist ein bisschen doof. Aber naja, egal. Und wir einfach so drauf. Erstmal. Ja, 24 Schaden. Lachhaft. Lachhaft. Ja, und die 12 Schaden von dem sind auch lachhaft. Okay. So. Dann wollen wir doch mal schauen, wie viel der noch aushält. Noch mehr Verstärkung. Ja, okay. Dadurch wird der Stark jetzt aber noch schwächer. Stark wird schwach, versteht ihr? Weil, ja. Berserker, okay. Damit kann ich umgehen. Damit kann ich gut umgehen. Das ist kein Problem. Heilt weiter, okay. Dann holen wir jetzt hier auch noch stark auf uns. Und du greifst weiter den da an. So. Also bisher läuft der Kampf eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Da kann ich mich jetzt gerade nicht wirklich beschweren. Und selbst wenn die jetzt beide stark zaubern, wird der Boss nicht so stark geheilt, wie wir gerade Schaden gemacht haben. Von daher ist es egal. So. So. Und schade reicht noch nicht. Na gut. So, sehr schön. Weg ist er. Na bitte. Na bitte. Das war irgendwie leicht. Naja. So, Sturm war ein Eiszauber und Eis scheint ja ganz gut Schaden zu machen gegen die Viecher. Mal gucken, ob es reicht. Ja, sehr schön. Da wollte ich nämlich Maxims Schlag dadurch nicht verschwenden. So, sehr schön. Maxim Level Up. Gaien Level Up. Nice. Ihr seid stärker, als ich erwartet hatte. Aber überschätzt euch nicht, die Zeit wird kommen. Was verhandelst du da? Die Höllenfürsten werden herrschen, bald. Was meinst du damit? Das braucht ihr nicht zu wissen. Ihr werdet sowieso nicht weit kommen. Aha. Das ist schlecht. Entschuldigung. Die Tür ist verschlossen. Ihr könnt nicht entkommen. Das ist ein bisschen scheiße. Wir werden uns mit dem Turm begraben. Versuchen wir die Tür zu öffnen. Geil, geh zu Liana.
Okay. Leana! Ich wusste, du würdest kommen. Keine Angst, wir bringen dich hier weg, hier raus. Die Tür ist durch einen Zauber verschlossen. Verschlossen worden. Das sieht nicht gut aus, wir haben nicht mehr viel Zeit. Das sieht nicht gut aus, wir haben nicht mehr viel Zeit. Die Tür ist offen. Schnell, beeilt euch. Ich kenne dich aus der Höhle. Wir haben keine Zeit, uns zu unterhalten. Ich warpe uns alle nach Tanvel. Warum? Da waren noch Kisten, du blöde Kuh. Das wäre man wieder geschafft, Maxim. Hey, wer war diese Frau? Sie sagte mir einmal, dass es meine Bestimmung sei, zu reisen und zu kämpfen. Komische Frau. Aber sie hat uns gerettet. Ich sollte ihr danken. Nur wo ist sie? Jetzt ist sie weg. Ach was. Was ist sie? Na egal. Lass uns jetzt heimkehren. Leana hat ein paar Schrammen abbekommen. Du hast recht. Leana. Endlich eingeschlafen. Wie geht es, Leana? Na, eine Weile ist sie noch außer Gefecht. Aber es ist nicht so schlimm, wie wir dachten. Maxim, wer war die Frau im Turm? Du hast sie gekannt. Diese Frau? Sie sagte mir, dass es meine Bestimmung sei, zu kämpfen. Ja, das hatten wir schon, du wiederholst dich. Sie scheint eine ganz besondere Frau zu sein. Sie hilft uns. Und sie weiß, wie man den Zauberkram an der Tür los wird. Respekt! Wer sich bis zur Spitze dieses Teufelsturms durchschlägt, muss ein wahrer Krieger sein. Volltreffer. Na, Maxim, was machst du jetzt? Ich bekam Wind von etwas, das mir überhaupt nicht passt. Du meinst die Wesen aus der Hölle, die die Welt beherrschen wollen? Ganz genau. Wenn es sie wirklich gibt, werden sich unsere Wege kreuzen. Und danach? Wenn diese Welt ihr Ziel ist, dann muss ich sie wohl zerstören, oder? Wir reden hier über Teufelswesen, nicht über irgendwelche Tagediebe. Auge um Auge werde ich gewinnen. Und du, Guy, wie steht es mit dir? Na mal hallo! Ich werde mich niemals unterwerfen. Nie im Leben. Ich bin bereit, Maxim. Na, das hören meine Ohren gern. Wir müssen uns aber etwas beeilen. Jetzt schon? Na, ich könnte... Also gut. Sag ehrlich, Guy, willst du dabei sein? Jessie! Sie ist so wunderschön. Wer ist sie, Guy? Jessie, sie ist... Ach, meine... Weißt du... Hast du Sprachstörungen? Hi, ich bin Jessie. Guys Freundin. Hey, toll, freut mich, dich kennenzulernen. Ganz meinerseits. Guys Freundin, was? Was meinst du damit? Warum soll ich keine Freundin haben? Hey, so habe ich das doch gar nicht gemeint. Jessie, wie hast du das gemeint, als du sagtest, ob ich gehen wollte, gehen wolle? Du möchtest doch gehen, oder? Das stand dir ins Gesicht geschrieben. Nun, ich aber... Du musst nicht wegen Leana hierbleiben. Ich werde mich um sie kümmern. Ich hätte ein besseres Gefühl, wenn du bei ihr wärst. Aber du und ich... Ich werde dich schrecklich vermissen. Doch du musst tun, was du für richtig hältst. Wenn alles vorbei ist, dann wirst du zu mir zurückkehren, nicht wahr? Du meinst, dass ich wieder zu dir komme? Ich vertraue dir. Oh, Jessie. Wir sind sich sehr nah und füreinander da. Das ist wahre Liebe. Ja, die beiden sind wie füreinander geschaffen. Maxelmann, was denkst du gerade? Nichts. Gar nichts. Und das, liebe Frauen, ist bei Männern teilweise eine ehrliche Antwort. Wir denken teilweise wirklich an nichts. Nun, ich bin nicht die Frau, die ihr Leben lang wartet. Maxim, ich bin bereit. Lass uns die Kreaturen in die Hölle zurückschicken. So sei es. Doch dieses Unterfangen wird sicher kein Kinderspiel. Das mag sein, aber wir tragen ja auch keine Windeln mehr. Schon gut, geil. Wir sollten jetzt nicht mehr länger quatschen und uns auf den Weg machen. Alles klar. Dann nichts wie los.
Gut, geil. Einer für alle, alle für einen. Moment, sind wir jetzt hier die Musketiere oder was? So soll es sein. Geil, schließt sich an. Der hat sich uns doch schon längst angeschlossen. Mann. Egal. So, erstmal, Fumi, was willst du jetzt gerade futtern? Immer noch einen Eisball. Okay, ich habe keinen Eisball. Von daher kannst du leider gerade nichts futtern. Hm, doof. Naja, ich habe auf jeden Fall einiges an Kohle. What the fuck, 16.000. Warum bin ich nicht voll geheilt? So lange Liana nicht führt, jetzt kümmere ich mich um das Hotel. Wollt ihr schlafen? Jo, wollen wir. Sehr schön. Ist natürlich sehr praktisch. Ah, da, okay. toll. Die, mir wird hier gerade eine Nvidia-Update-Meldung über mein Aufnahmeprogramm gelegt, sodass ich kaum sehen kann, wie lange ich schon aufnehme. Aber ich kann erkennen, die Folge ist lang genug. Dann danke ich euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.